Kantarz hat sich rausfallen lassen aus der Mittelstürmerposition. Gieselmann mit der Flanke. Direktabnahme, klasse! Klasse Parade, guter Schuss und super Parade von Wiegers. Super gemacht von beiden. Und Wiegers, der Sieger, bleibt beim 0-0. Beste Chance für Union. Starke Parade von der Nummer 2 der SGD. Wunderbare Direktabnahme. Taz dürfte das gewesen sein. Nee, Gentner war es. Gentner war es, der Routinier, rechter Fuß. Klasse Körperhaltung für Christopher Trimmel. Aber wie gesagt, andere Konstellation, taktisch anders. Vorhin Viererkette, heute Dreier, jetzt in der zweiten Halbzeit Dreierkette und zwei Offensive auf den Flügeln mit Lenz und mit Dietz, der jetzt diesen Ball kriegt, stark gespielt. Diagonal. Das müsste es 1-0 sein. Da ist es! Kurz nach der Pause, 50. Minute, das 1-0 für den ersten FC Union. Joshua Mees, der Torschütze. Klasse gespielt. Richtig guter Spielzug. Der Diagonalball rechts raus auf Dietz. Die Flanke ist gut. Und Mees werden wir sicherlich gleich alles sehen. Da ist es, Dietz. Mit dem flachen Ball auf den zweiten Pfosten, auf den durchgelaufenen Joshua Mees. Richtig gut gespielt, die Führung. Gute Ballmitnahme. Gleich in Laufrichtung. Exakt getimte Flanke. Mees muss fast nur noch den Fuß hinhalten. Bisschen lang machen muss er sich. Teuchert. Stark quer gespielt. Becker. 2-0. Gut gemacht von Teuchert. 62. Minute. 2-0. Auch gut rausgespielt. Teuchert abgedrängt nach links, anstatt selbst aus spitzem Winkel abzuziehen. Die bessere Variante, sehen wir nochmal, schöner Steilpass. Sieht den mitgelaufenen Becker. 2-0, 62. Wieder gut herausgespielt von Union und konsequent abgeschlossen. Geraldo Becker. Corona-bedingt leider leeren alten Försterei. Ohne Fans, die Partie hätte Zuschauer verdient gehabt. Keine Frage. Das war ein sehr, sehr ansprechendes Testspiel, das der erste FC Union der Bundesligist gegen den Zweitliga-Absteiger gegen Dynamo Dresden 2-0 gewinnt. Das geht völlig in Ordnung. Hätte auch deutlicher ausfallen können. Dresden hat sich gut verkauft. Die Tore, sei noch mal erwähnt, in der zweiten Halbzeit. Christopher Lenz hat zwar keins erzielt, war aber mit dran beteiligt an dieser guten zweiten Halbzeit. Geraldo Becker. Der hat das 2-0 gemacht in der 62. Minute nach Vorarbeit von Teuchert. Und in der 50. zuvor das 1-0, der Führungstreffer, wenn man so will, in gewisser Weise auch der Dosenöffner für diese Partie. Joshua Mees nach diesem